Und da sind wir wieder zurück zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Und schnell nach Hause. Ja, wir müssen einmal kurz Kehrtmarsch machen. Wir müssen uns anders ausstatten. Wir brauchen Reparaturkits. Wir haben nicht mehr gutes Werkzeug. Reparaturkits, Nahrung, Trinken. Was war noch? Achso, und hier waffentechnisch ein bisschen was, weil das ist doch vielleicht ein bisschen größer. Der Tiereschutz da jetzt. Ja, vor allem sind da voll viele Bären, ne? Reiht der mich hier an? Da sind voll viele Bären, oder, Jasmin? Hirsch. Bären, Hunde, alles infiziert. Hirsch? Ne, die Hirsche, die sind doch nicht infiziert. Hirsch. Ein Hirsch? Tierisch. Tierisch. Ich hab nicht gesehen, dass der Hirsch infiziert ist. War der Hirsch wirklich infiziert? Das ist voll geil, wie du darauf bestanden hast, dass wir zusammen hinfahren und ich jetzt hier ganz alleine gelassen werde. Hey, wo bist du denn? Ganz weit hinten, weil ich nicht hinterherkomme. Warum? Du bist schneller als ich und irgendwie auch von der Ausdauer besser ausgestattet. Ja, so haben wir schon mal eine kleine Radtour gemacht. Aber was auch gut ist, wir können parallel zu dem, also wenn wir uns jetzt ausstatten für die, fürs Haus. Für die Stadt. Ne? Nein, für das Haus, was wir da gesehen haben. Hey, wo bin ich denn jetzt hier? Ja, du musst die nächste rechts. Wenn wir uns dafür ausstatten würden, können wir parallel dazu schon mal Patronenhülsen, Schießpulver und Geschossspitzen vorbereiten. Und einmal das Dach ernten. Ja. Ja, wir brauchen unbedingt ein Auto, dann kann man länger unterwegs sein. Ist auch viel mehr mit. Den könnten wir ruhig mal so 4-5 Folgen looten am Stück. Eigentlich wollten wir auch mal in die Schneewelt, ne? Also in die Eiswelt. Ja, aber wir haben ja bis jetzt noch von jeder Welt wenig gesehen, dadurch, dass wir nur mit Fahrrad unterwegs sind. Und daher müssen wir noch alles erforschen und bauen zwischendurch auch noch. Der Blutmond und Zombies. Bist du da? Hinter mir? Ja, ja, ich bin weit, weit hinter dir. Ich stärke dir den Rücken von hier hinten. Ah, hi. Forever together. Und da haut sie wieder ab. Hä? Ich fahr hier lang. Okay. Hier war ich schon lange nicht mehr. Okay. Da läuft gerade ein Zombie gegen die Mauer. Auch geil. Oh, ich hab's nicht gesehen. Voll Bautz hat sogar mal mit dem Glocken. Bautz! Da liegt auch noch Kohle. Das hat richtig gesämpft. Hier. Ja, ich bin auf der anderen Seite vom See. Ja, da fahr ich morgen hin. Auf da weiß ich schon mal Bescheid. Auf die andere Seite vom See? Da qualmt's schon wieder. Das Wasser. Aber ja. Diesmal eine andere Stelle. Oh, vielleicht ist ja auch noch eine Kiste reingefallen. Ah, das mache ich morgen. Ich fahre jetzt erstmal Altholm. Erstmal leer machen, sagst du? Ja, erstmal. Leer machen, Werkzeug reparieren und so weiter? Aber wir ja, müssen auch mal langsam wieder Reparaturkits herstellen. Worms for you, 1 bis 800. Worms for you. Oh. Oh, hört sich nicht gut an. Was ist passiert? War ein Loch. Hat einmal ein bisschen geknallt gerade. Du hast jetzt aber keine 8 im Reifen, oder? Nee, eine 12. Ah, da werde ich ja wieder ewig mit dem Vorschlaghammer hängen und das gerade biegen. Das mache ich schon alleine. Okay. Wo hat doch einer eine Marmel? Du hast einer eine Marmel, du. Ich meine doch nicht dich. Achso. Der hier hat einer eine Marmel. Der wird von Bienen gejagt oder so. Ah, manche sehen echt geil aus, ne? Ja, wenn sie sich bewegen. Ja, wenn sie sich bewegen. Ja. Ja. So, was kann ich denn hier? Kriegst du das alles mit unter?
nicht ganz. Ganz. Ah, immer noch nicht ganz. Oh. Na gut. Muss ich mein Fahrrad später reinholen. So, dann wollen wir einmal hier Zutaten speisen. Da sind ja viel reingegangen. Durstlöscher. So, jetzt haben wir noch mal einen Kaffee. Wo komme ich denn jetzt hier nicht mehr im Fahrrad rein? Ah, jetzt. So. Was habe ich denn hier überhaupt alles an Gegebenheiten? Ich habe Saatgut auch noch dabei. Brauchen wir eigentlich nicht, aber wir haben es trotzdem. So, dann haben wir das hier. Und da war nix. Du. Ah, verblickst. Ich habe mein Grut raussortiert. Mein was? Mein Holz. Schon mal Holz. So, ich möchte nämlich... Ich weiß nicht, wie viel aus einem rauskommt. Immer ja mal so. So. So, schmelze. Jetzt kann ich erstmal Dings machen hier. Mhm. Schisspulver. Schisspulver. Aber sowas von kann ich da machen. 600 Stück. Jo. Fertig. So, das schmilzt ein. Das haben wir. Dann können wir den hier auch noch befeuern. Da passen noch hier die Dosen rein. Geil. Das haben wir. So, Öl. Wo haben wir das Öl dann? Die sind alle voll jetzt, ne? Ja. Ja, du auch. Die sind alle voll. Schuh, wieso gehen denn die Schraubfedern nicht in die Transformers-Kiste? Ah, jetzt, nö, jetzt ging's. Komisch. Merkwürdig. Das ist aber verdächtig. Alter, für Helme und so sind die gar keine. Du hörst immer nur so. Ja, hier die Kisten auf, zu, auf, zu. Ja. Hä, wo haben wir denn Nitrat? Nitrat ist in der, wo Sand und so drin ist. Und Kohle und das hier in der oben rechts. Ja, dann war Nitrat war denn alle wohl. Ja, war's auch. Ach so, komplett. Wow. Ja, da habe ich doch Dings von gemacht. Geil. So, dann können wir hier noch Schießpulver machen. Patronen. Mache ich schon. Patronenhülsen. Oh, wir haben 777 Patronenhülsen noch hier in der Munitionskiste. Ich weiß, ne? Habe ich gemacht. Ne, ich habe da gerade welche dazugepackt. Aber auch noch welche gemacht habe. Ja, vorher. Du hast viele gemacht. Geschossspitzen haben wir nicht so viel. Ja, die kann ich ja gleich machen. Jetzt wollen wir einmal ernten hier. Die guten Heidelbeeren aus der Heide. Oh, wie viele Samen haben wir gekriegt? Zu wenig. Da ist das Negarn. Negarn. Mhm. Ein Bär gefunden. So, da brauchen wir nochmal drei gute Samen. Oh, da kann ich ja morgen richtig viel kochen wieder. Ja. Sieht gut. Oh, Kaffee habe ich auch gefunden. Kaffeepulver da. Zack. Ich kann auch jetzt mal wieder weg. Oh, die guten Kartoffeln. So, brauchen wir viermal Kartoffelsaat, Jasmin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 und 10. Ach, wunderherrlich ist das doch. Wunderherrlich. Eine Yucca-Palme. Das ist eine Yucca-Frucht, aber wo ist denn hier die Saat? Gab keine. Das ist ja frech. Kann ich auch nur eine anpflanzen. Hm. Deprimierend. So, ein paar Mushrooms. 4 und ich brauche Lehm. 1, ne? 2. Lehm, 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 Lehm. So. Das. Jasmin, ist das nicht schön? Ja, das ist nicht schön. 2, 3, 4. So, damit ist der Garten oben abgeerntet. Da fehlt. Cool. Oh, nee, gar nicht. Hier, oh, Kürbis. Zwei, dann brauchen wir 3. 3 Samen. 1, 2, 3. Man müsste ein bisschen rausziehen hier. Beete vielleicht. Könnte man. Beete. Ja, Beete. Ja, ein paar Beete hinstellen, Jasmin. Mhm. Die Landwirtschaft ist nicht ertragreich genug. Mhm. So, das habe ich aussortiert. Die Frucht, wir haben für die Yucca-Frucht. Oh. Hihihihihi. Wart mal, was ich kann, Jasmin. 6 und das schon ganz schön viel. Ja. Flickst. Mir fehlt ein Blumenbeet, Jasmin. Ein Blumenbeetli. Beet. Beete und Felderblock. 5, 12. Hier habe ich 50 Lemos. Oh, scheiße. Na. Ich meine. Mist. Mist, Kacke, Mist. So, dann waren das 12 Nitrados, ne? Mal gut, dass du noch so viel Nitrat abgebaut hast. Ja, ich weiß. 5 Gammelfleisch. Ich bin ja auch die Beste. Hm, was? Nix. Ich hab gerade laut mich gelobt. Wieso? Weil es kann. Was hast du gesagt? Geht dich gar nichts an. Nee, ich hab das nicht verstanden. Hast du wohl verstanden, du tust jetzt nur so doof. Nö. Oh, was ist denn hier? Ja, guten Tag, mein Freund. Wo kommst denn du her? Ist der an der Mauer? Nee. Ich treff den nicht von hier, ey. Den hat irgendwas gestochen, dem geht's nicht gut. Bin ich jetzt... Oh, ich bin so dumm, ne? Ja, das wissen wir ja nun mal alle mittlerweile. Ja, leck mich am Arsch. Ich bin so blöde. Oh, Jasmin, warum sagst du denn nichts? Was denn? Ja, du musst mir doch sagen, wenn ich gerade wieder dumm bin. Dann müsste ich ja den ganzen Tag mit dir reden.
Ja, ja, das ist der Zweck dahinter. Die möchte ich ja nicht. Das fasste ich nicht. Das verletzt meine Gefühle. Wenn du welche hättest, vielleicht. So, den repariere ich jetzt einmal durch. Axt, Schaufel, Spitzhacke, Zange. Oder ich warte, bis die ganz kaputt sind. Denn, ne, ein bisschen Zeit rausschinden. Wir haben immer noch keinen Schmelztiegel. Vielleicht kriegen wir ja demnächst mal wieder einen Tipp, wo man den am besten finden kann. Ich glaube, Loot ist tatsächlich zufällig, aber so eine Sachen wie Schmelztiegel, also du, den Bauplan Erdbohrer wahrscheinlich in so einem Bücherladen, da ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, aber der Schmelztiegel wahrscheinlich in einem großen Gebäude. Der ist hingefallen, der Arme. Hilf ihm doch mal. Mach ich doch gerade. Ach, deswegen ist er hingefallen. Ja, ich wieso triffst du den denn und ich immer nicht? Ich wirf ihn gerade. Ich hab ihn Gehstock hingeworfen. Toll. Danke. Gerne. Gerne. Ja, 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 ja. Jetzt haben wir schon wieder nachts fast, ne? Oh, ist aber gerade mal 18 Uhr und mega dunkel durch das Wetter. Wir haben noch wieder Bruchsand, ne? Naja. So. Ein bisschen bruchigen Sand würde ich tatsächlich nochmal aufheben wollen. Mach doch. Okay. Aber nur, weil du das sagst. Munition wieder hier rankriegen, ey. Mima Munition. Machten unsere Eltern schon. Oh Gott. Du, 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 du. Ich bin nass, sagt er. Ja. Komfort war es voll gemütlich hier, ey, bei uns. Es wird langsam. Ja. Ich muss gerade gleich erstmal pipi. Wir haben so gut wie gar keinen Pflasterstein mehr. Was? Mal welches herstellen? Ja, ich mach das mal eben. So. Nebel. Willst du hier den Fußboden eigentlich auch mit Stein machen? Nee, eigentlich nicht. Wie willst du den dann? Holz? Dann musst du hier aber noch das Holz anders machen, ne? Oder Beton? Zement. Mhm. Na hier. Ja, hier ist ja noch das alte Holz. Ja. Wir müssen mal schauen. Ich weiß noch nicht. Ich wollte erstmal die Wände fertig machen. Nee, ich frag ja nur, was du dir gedacht hattest. Ja, noch gar nicht so viel. Also ich hätte eigentlich gern die Decke und den Boden in Holz gelassen. Dass du so ein bisschen Akzent drin hast. Hier sind schon wieder Sachen drin im Spind. Komisch. So. Ja. Ich weiß nur nicht warum. Machetenteile, ja vielleicht unten der rote Karton, der hat auch immer neue Sachen drin nach einer Zeit. Ich muss mir draußen noch mal ein Gerüst bauen, damit ich ganz oben ankomme hier zum Aufwerten. Warum? Au! Ey!
Sollen der Quatsch? Das kostet Geld? Jasmin, Ressourcen? Oh, ich muss da jetzt mal aufs Klo, ey. Ich hab, saß jetzt richtig auf die ganze fett Zeit eine abdrücken. Nee. Oh, jetzt saß ich. Ah, so schräg. Der Stift malt schon und er ist knüppelhart. Nee, meine Rippen haben so in den Bauch gedrückt. Ich saß so schräg. Das sind nicht deine Rippen. Das ist eine Kackwurst und die ist knüppelhart. Nee, das, ich saß echt blöd. Muss mal wieder am Tisch sitzen, Leute, ey. Da kann man besser abbrezeln beim Zocken. Mhm. Ich freue mich schon auf den Sommer, wenn ich dann im Garten sitzen kann und das spielen kann, ey. Ja. Schön unterm Pavillon, ne? Ja. Du kannst drinnen vergammeln. Ja. Drin ist am schönsten. Keine Moskitos. Egal, hier gibt es Sprays für Kerzen. Keine Nachbarn, die mich voll labern, wenn ich gerade zocken will. Ich ignoriere sowas. Ich bin gerne. Willst du das Geländer eigentlich auch aufwerten oder? Welches Geländer jetzt? Das unten draußen da? Ja. Ich weiß noch nicht. Welches meinst du denn gerade? Ist egal, mach einfach. Ja, warte, ich bin hier bei dir. Meinst du das hier? Ich bin jetzt schon wieder drin. Das hier? Ja, alles so. Vorne ist ja auch noch ein Geländer. Nee, ich bin mir noch nicht sicher, ob wir da nicht nochmal abreißen und umbauen. Was denn? Das Schicker, das sieht doch doof aus da. Was? Das sieht ja sonst doof aus da. Was sieht doof aus? Na, da wo das Geländer ist. Warum? Was bis, sieht daran doof aus? Bis vorne zum Käfig. Was sieht daran doof aus? Hä? Ich finde, das sieht doof aus. Warum? Weil ich finde, dass das doof aussieht. Ich nicht. Ich finde, das sieht gemütlich aus. Nee, wenn man so einen Rundgang oder so macht, dann muss das in schick gemacht werden. Ja, ist doch schick, muss nur aufgewertet werden. Da kommt schon wieder eine hinten an der Mauer. Vielleicht kann man ja später so eine richtige Dachterrasse machen. Bleibt nicht liegen, die Sau. Oh, was geht denn hier? Da kommen so ein paar. Das Hilfe hat ganz geschehen. Ja. Wir müssten mal hoch, die Musik wird. Ich bin oben. Ich bin bereit, Jasmin. Wo sind die Opfer? Ja, hier auf der Seite da. Ja, dann kommt ihr gleich. Nee, die laufen doch, alle doch, schon doch. Wieder nee, da. Nee, die laufen an der Mauer entlang. Glaube ich. Oh, oh nee. Nein, das war so eine Schreierin. Nee. Sie ist tot. Ja? Ja. Musik ist schon vorbei, aber die kommt von hinten nicht mehr rum, ne? Ja, bei mir ist noch Musik. Sterben die vorher? Dass die das nicht hierher schaffen, oder? Die laufen alle in die Fallen. Weil die irgendwie hinten rein wollen und dann laufen die in die Fallen und dann sterben die. Hä, die sind doch hier noch. Aber die sollen ja nicht versuchen, hinten reinzugehen. Ja, das sag denen mal. Das machen die aber hier, die wollen immer hier hinten rein. Immer hier die Ecke. Oder wollten die hier an der Mauer entlang gehen nach vorne? Nee, die gehen immer hier rein. Irgendwie in letzter Zeit gehen die immer hier hinten lang. Aber wenn die von hier kommen, ist das ja auch der kürzeste Weg. Die kommen ja immer von hier hinten mittlerweile. Weste? Mhm.
komme ja kaum noch von vorne irgendwie. Ja, die Frage ist, wie könnte man das unterbinden? Vielleicht muss man sich nächstes Mal da in den hier vorne hinstellen. Hier vorne, wo das hässliche Gestell ja ist. Dass die nach hier vorne kommen, weißt du? Dass man sich hier hinstellt. Ich würde die lieber irgendwie da hinlenken. Ja, meine ich doch, wenn ich hier stehe, dass die hier langlaufen. Nein, so dass die direkt nach vorne gehen. Also dass wir oben bleiben können. Hat das auch nichts zu tun, ne? Nee. Weiß nicht. Ich denke mal, weil du sagst ja, die suchen sich den kürzesten Weg. Nee, den leichtesten. Ja, den leichtesten. Und wenn die von da kommen, durchboxen, fertig. Aber ich denke mal, es wird sowieso immer anders werden bald. Also die kommen von allen Seiten und schlagen überall drauf. Kommen ja von allen Seiten. Guck mal, bei Carmen und so sind die auch von allen Seiten gekommen. Vielleicht wäre es eine Möglichkeit, wenn man eine Treppe erstellen würde, rundrum. Also so auf drei Seiten. Die hochgeht, denn oben so eine Art Podest mit einer Mauer. Abstand hier zu dem Gebäude und geht dann rum, wie so ein Laufsteg nach vorne. Mit Abstand zum Haus, dass die... Ob die denn, aber das wird ja mega aufwendig. Nein, ich habe da schon was im Kopf, aber das wird halt extrem aufwendig. Wie viele Minuten haben wir denn? Wir sind jetzt bei 27 knackigen Minütchen. Ja. Ich will nämlich gleich mich verabschieden und auf Toilette gehen, morgen früh aufstehen. Nee, alles gut. Denn wir haben ja jetzt letzte Zeit immer so längere Folgen gemacht. Dann können wir doch bestimmt mal eine kurze mit reinschieben. Ach genau, es passiert ja sowieso gar nicht mehr viel heute hier. Das weißt du nicht. Wir gehen ja eh nicht mehr los. Vielleicht 20 Uhr. Ja. Dann würde ich sagen, können wir morgen erstmal loslegen wieder. Ja, wir haben jetzt ein paar längere Folgchen gemacht. Dann können wir auch eine mal... Folgchen. Dann können wir auch eine mal auf 30 Minuten, wie es ja ursprünglich mal angedacht war, machen. Ja. Ah, ich habe doch gesagt, ich achte auf die Zeit. Ich kriege die 30 Minuten Folgen hin. Ja, genau. Ist richtig. Ist das eigentlich nur aufgemalt? Was? Nee, das ist Holz. So. Hopp. Ab ins Bettchen hier. Ab in eine Koje. Obwohl das Bett unten ist. Ich glaube, meine Matratze lege ich hier irgendwann mal hin. Ja, wir brauchen noch irgendwie so ein Schlafzimmer oder so, ne? Ja, so. Auf Wiedersehen, Leute. Ja. Das war es von uns auf jeden Fall für heute. Wir müssen nächstes Mal auf jeden Fall in dieses Brandgebiet nochmal die Gebäude müssen wir abchecken. Würde ich sagen. Ich hoffe, ihr seid auf jeden Fall, wenn es soweit ist, wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss.